Servus meine Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Little Nightmares 2 unserer Serie hier auf diesem Kanal Tonic Gaming. Folge Nummer 6, meine lieben Freunde. Die letzte Folge war ein bisschen anstrengend, fand ich. Also ich war leicht gestresst wegen den Schülern, die hier richtig Radau gemacht haben. In der Kantine und dann sind sie noch auf mich losgegangen. Das war natürlich ein Fehler. Wir haben 6 gefunden und sind jetzt hoffentlich auf dem Weg zum Ausgang. Ja. Ich will die Lehrerin gern hinter mir lassen. Ich will die kleinen Viechers gern hinter mir lassen. Und wir schauen einfach, was in der heutigen Folge passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen rein. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir sind mit dem Klavier durch die Decke gekracht. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier bauen wir einen Schlüssel. Ja? Hier ist eine Luke. Die spielt mit dem Schlüssel auf jeden Fall rum. Weg damit. Weil mit denen machen wir jetzt keinen Spaß mehr hier. Ja? Die haben genügend Chancen gekriegt. Und jetzt sehen wir einfach nicht ein. Six, was machst du? Geh weg da! Boah! Die hat den einfach gekillt! Ich glaube, Six ist richtig sauer. Sie ist richtig mad. Aber verständlich. Folgen dem schönen Klavierspiel. Ja, hier geht's nicht lang. Oh. Wir müssen da hoch. Ah ja. Da sitzt sie und spielt. Da sitzt sie und spielt. Wir müssen da runter, zu der Kurbel. Dann drehen wir an der Kurbel und dann kracht der Metallträger auf die Lehrerin runter und dann war's das, ja, mit dem langen Hals. So, erst laufen, wenn sie spielt, sehr logisch. Thank you.
Kurze Pause. Da gehe ich jetzt einfach auf Nummer sicher. Oh nee, wir müssen. Oh nee. Ich muss jetzt das Ding darüber ziehen. Ich dachte, wir rechnen jetzt wirklich mit der ab, aber. War wohl nix. Mann, hey. Na, ich will nichts riskieren. Ich will nichts riskieren. Och, Menno. Sehr gut. Ach. Raus! Oh oh. Schnell, schnell, schnell. Boah, was ist mit ihr? Was ist mit ihr los? Junger Vater. Was für ein Langhals hat die eigentlich, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Huh, aber. Ja, es sieht so aus, als ob wir endlich der Lehrerin entkommen wären. Geil. Sehr schön. Hat wohl jemand sein Outfit vergessen? Müssen die irgendwie zuklappen, oder? Irre ich mich da? Okay.
Was ist das Rätsels Lösung? Ich reiß nicht. Ich reiß nicht, Leute. Also irgendwie... Ich muss irgendwie den Deckel zumachen, glaube ich. Aber wie mache ich den Deckel zu? Ah ja. Oh Mann, ey. Wer ist denn das? Oh, das ist ihr Regenmantel. Und hier sind überall Bilder von den Pilzfreunden. Von den Gnomen, die wir hatten im ersten Teil. Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen Six. Wir sind tatsächlich der Schule entkommen. Ja, Gott sei Dank, ey. So.
schnell rein, raus aus dem Regen. So, meine Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Ich kann's nicht fassen, wir haben's geschafft. Wir haben erfolgreich die Schulbank gedrückt. Ja, wir sind der Lehrerin entkommen und ihrem langen Hals. Wir wünschen den Kindern, die dort in der Schule sind, noch viel Erfolg und gutes Gelingen. Wir sind raus aus dem Thema und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir haben Six wieder. Six hat ihren Regenmantel. Es geht einfach gerade nur noch bergauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.